Anfang, ich wüsste noch nicht, wie die Farbe zu einer Seite zur anderen geht. Am Anfang wird es so gleich. Vom Beruf bin ich eigentlich Consultant. Ich bilde Führungskräfte in Management, Kommunikation, Teambuilding aus. Porteur de Parole heißt eigentlich sowas wie Lautsprecher oder Sprecherperson. Im Grunde genommen geht es darum, in den öffentlichen Raum zu gehen und den Menschen eine Frage zu stellen. Was ist für sie echte Demokratie? Diese Antworten von den Menschen schreiben wir dann auf kleinere Schilder und es wird dann neben dem ursprünglichen Fragenschild aufgehängt. Und dadurch entsteht eigentlich sowas wie ein Forum im Internet, nur sehr bunt, 3D auf der Straße. Und es ermöglicht wirklich aus diesem öffentlichen Raum wieder einen Raum der Bürger und der Demokratie zu machen. Als ich 17 war, fand ich, dass die Welt irgendwie unfair ist. Und wollte das ändern. Man hat mir dann immer gesagt, es ist komplizierter, als du denkst. Man muss sich schon bewusst machen, dass die jetzt heranwachsenden Jugendlichen eigentlich immer unter der Devise groß geworden sind, es gibt keine Alternative zum real existierenden Kapitalismus. Und das führt natürlich dazu, dass wir tatsächlich so etwas haben wie eine diffuse Verunsicherung und das Gefühl, wir müssen uns diese Alternative jetzt sukzessive überhaupt erst erarbeiten. Unser Reichtum komme! Unser Reichtum komme! Unser Wille geschehe! Unser Wille geschehe! Wie an der Börse, so in der Steueroase. Wie an der Börse, so in der Steueroase. Es gefällt mir nicht, was hier passiert. Ich mache mir ganz, ganz große Sorgen, vor allen Dingen um die Kinder. Ich habe eine ganz, ganz kleine süße Patentochter, einen süßen Neffen. Wenn das weitergeht mit diesem Geldsystem, was ja nicht funktioniert, frage ich mich, wie man diese ganze Last den Kindern aufbürdet. Ich glaube, wenn man 83 geboren ist, kann man mit fast 30 nur empört sein. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, ja, weiß nicht, Tschernobyl, Jugoslawien, Ruanda, Fundamentalismus, Finanzkrisen, Umweltkrisen. Immer wieder diese Zeichen, dass die vorige Generation uns nicht beachtet. Occupy Wall Street zeigt, dass diese Bewegung überall zurzeit passieren. Vielleicht haben die Griechen ein bisschen früher angefangen, weil es bei denen schlechter aussieht, weil die Lage schlechter ist. Dann kamen die Spanier. Überall in der Welt werden Bürger von dem bewusst, dass wenn sie nicht etwas machen, wird es keiner für sie machen. Wir haben in den letzten 10 Jahren derartig viele Ansätze neuer Bewegungen gehabt. Von Attac angefangen, aber auch von dem Protest gegen den Irakkrieg. Dann hatten wir die Hartz-IV-Bewegung. All das waren Proteste, die aber alle sehr schnell wieder ermatteten. Ich habe da eine Macke, glaube ich. Ich habe das schon immer machen wollen. Diese Bewegung zurzeit gibt mir Hoffnung, wie ich seit 10 Jahren nicht mehr hatte. Und ich glaube, zu sehen, wie viele Menschen jetzt tatsächlich anfangen, sich damit zu befassen, gibt mir so viel Enthusiasmus, dass er ohne Probleme für die 30 nächsten Jahre reicht. Thank you.